Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Limited Edition Video. Ich war heute bei Rossmann und ich habe ganze 6 von 9 Produkten aus der aktuellen LE mitgenommen. Das ist echt nicht typisch für mich. Ich habe in der letzten Zeit eher mal so ein paar einzelne Produkte eingekauft, aber nie so viel. Aber diese Sunset Lover LE hat mich wirklich angesprochen und ich würde sagen, wir schauen uns die jetzt direkt an. Bevor wir aber mit dem eigentlichen Video starten, möchte ich dich nochmal ganz kurz darauf hinweisen, dass du mich sehr unterstützen würdest, wenn du diesem Kanal ein Abo da lässt. Alles, was du dafür tun musst, ist unten auf den roten Button drücken. Das ist ein kleiner Klick, dauert nicht lange und für mich bedeutet das wirklich sehr viel und es unterstützt mich. Vergesst auch nicht, meinen neuen Instagram abzuchecken. Ja, ich habe einen neuen Instagram-Account. Der andere ist jetzt privat. Also wenn ihr auf dem neuesten Stand bleiben wollt, dann folgt mir gerne noch hier. Ich blende ihn euch hier einmal kurz ein. Dann würde ich sagen, starten wir mal direkt mit der LE, denn die ist wirklich sehenswert. Ich glaube, das Herzstück ist tatsächlich hier dieses Serum, beziehungsweise ist ein Skin Tint. Das bedeutet, wir haben hier verschiedene Inhaltsstoffe, die einem Serum nahe kommen. Wir haben ja auch so eine Art Foundation, also es ist ein Serum und eine Foundation in einem. Und ich muss sagen, ich habe es jetzt auch auf meinem Gesicht drauf. Ihr seht hoffentlich auch jetzt gerade, wie ich es auftrage. Ich war am Anfang skeptisch, aber es hinterlässt einen ganz tollen Glow und es fühlt sich auch überhaupt nicht schwer auf der Haut an. Ich habe das jetzt schon ein paar Stunden auf meiner Haut drauf und ja, es glänzt hier und da mal wieder. Das habe ich aber bei dem Wetter auch tatsächlich mit anderen Foundations. Von dem her kann ich da nichts Schlechtes gerade drüber sagen. Ich wollte dieses Video auch bewusst erst nachdem ich die Sachen einmal getestet habe drehen, denn ich finde, es ist immer ein bisschen schwierig, direkt so First Impression was zu sagen. Und mir geht es ganz oft so, dass ich ein Video abdrehe und ein paar Wochen später greife ich dann doch nochmal zu einem Produkt, wo ich gesagt habe, das ist jetzt nicht so mein Fall, aber es funktioniert dann doch. Gerade bei einer Mascara ist das ganz oft nämlich der Fall. Was man vielleicht auch noch sagen kann zur gesamten Limited Edition, ist, dass keins der Produkte teurer war wie 5 Euro. Ich kann euch jetzt schon mal spoilern, es gibt kein Produkt, was ich richtig doof finde. Das Serum hat übrigens 3,99 Euro gekostet und hat eine sehr flüssige Textur. Okay, hat eher so eine leichte Deckkraft, ist so eine Art Serum mit noch zusätzlich Farbe mit drin. Für meinen Hautton hat sich's ganz gut angepasst. Ich möchte auch an dieser Stelle sagen, mein Körper ist generell ein bisschen dunkler als mein Gesicht, weil ich mein Gesicht nicht tanne. Von dem her sieht das halt immer leider etwas heller aus als mein Körper. Aber ich denke, damit kann, also ich kann damit leben. Ich hoffe, ihr auch. Ich denke, ihr habt drauf gewartet und es tut mir leid, dass ich zu der Palette noch gar nicht so viel sagen kann. Sie war das teuerste Produkt aus der Limited Edition, die Palette, für 4,99 Euro. Und wir haben so tolle Farben hier drin, wirklich. So richtig knallige Sommerfarben und man kann alles Mögliche daraus machen. Ich finde auch die Form von dieser Palette sehr angenehm. Ich habe schon so ein paar knallige Lidschattenpaletten, aber bei der haben mich doch nochmal so ein paar Farben besonders angesprochen. Ich stehe momentan sehr auf Gelb, falls man es nicht gesehen hat. Und auch auf diesen leichten Fliederton oder diesen sehr pastelligen Fliederton hier unten. Und ich habe jetzt erstmal nur die oberste Reihe hier geschminkt. Ich blende euch auf jeden Fall die dazu passenden Sequenzen ein von meinem vorherigen Video. Und ja, tatsächlich haben die Farben sogar Namen. Ich habe als allererstes natürlich den Gelbton genommen. Das ist die Nummer 2 Lemon und habe dann anschließend in der Mitte meines beweglichen Lids die Farbe 1 Star Glow genommen. Und um das Ganze nochmal ein bisschen abzurunden, zu verdunkeln, bin ich mit der 3 Sunset reingegangen. Aber das könnt ihr, wie gesagt, auch alles schön im Video sehen. Enttäuscht hat mich die Palette nicht. Man muss nur wissen, wie man mit den einzelnen Farben umgeht. Also ich spreche jetzt hier wirklich nur von der obersten Reihe, weil ich die benutzt habe. Als nächstes habe ich noch so ein paar Steps zwischendrin gemacht. Also ich habe mich einmal kurz abgepudert, ich habe meine Lippen einmal ein bisschen vorbereitet. Also ich habe das Lippenöl übrigens aus der Limited Edition nicht mitgenommen. Das
hätte 2,49 Euro gekostet, aber ich bin einfach kein Fan von Öl auf den Lippen. Vielleicht geht es euch ja auch so. Dafür habe ich mich aber hinreißen lassen, sowohl den Blush als auch den Bronzer und Highlighter mitzunehmen. Und was ich schon mal sehr gut finde, ist, dass man den Bronzer und Highlighter in einem hat. Dementsprechend kann man wunderbar mit dem superschönen Kabuki Brush da einmal reingehen und sich hier die Schlüsselbeine so ein bisschen highlighten, was wirklich unglaublich schön ausgesehen hat, so ganz frisch aufgetragen. Und ich finde auch, dass die Farben an sich wunderschön sind. Die Pigmente, die da drin sind, werden so toll reflektiert, wenn das Licht drauf fällt. Da kann man echt nicht meckern. Ich zeige euch das hier auch nochmal ganz gerne auf meinem Handrücken und auf den Fingern. Genauso begeistert war ich auch von dem Blush und der sieht übrigens so aus. Es ist ein gebackener Blush und ja, der hat einen unheimlich schönen Rosastich oder beziehungsweise so einen pfirsichfarbenen Rosastich und auch den entsprechenden Schimmer. Bei mir hat es am besten funktioniert, dass ich ihn mit dem Finger aufgetragen habe. Dadurch hat er halt einfach auch nicht meine Poren so extrem hervorgehoben. Und ich konnte auch dosieren, wie viel ich auf der Stelle haben möchte. Ich zeige euch das jetzt auch gerne hier nochmal neben dem Bronzer. Und ich hoffe, dass ihr das sehen könnt. Also der hat wirklich so einen rosanen Schimmer drin und der hier ist schon eher so Silbergold. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Der Highlighter und Bronzer haben 3,49 Euro gekostet und der Blush hat auch 3,49 Euro gekostet, also knappe 3,50 Euro. Bei der ganzen Limited Edition hat man irgendwie das Gefühl, dass da so Highlighter mit reingepackt wurde. Was ich persönlich nicht schlimm finde, ich habe da sogar drauf gewartet, weil ich da einfach Bock drauf habe. Jetzt im Sommer so diese strahlende Haut, es sieht alles sehr gesund und sehr frisch aus. Ja, ich schwitze jetzt auch ein bisschen, weil ich hier sehr viele Lichter um mich herum habe und es ist wirklich sehr warm. Aber nichtsdestotrotz ist diese LE wirklich gelungen, finde ich. Also ich bin Fan davon. Aus diesem Grund gibt es auch dieses Video übrigens. Der letzte Gast in diesem Video ist der Kabuki Brush und ich habe ihn natürlich schlauerweise wieder zugeklebt. Der Pinsel kommt hier so in einer Plastikverpackung, das lieben wir ja nicht so, aber anders würde der wahrscheinlich auch wieder von allen möglichen Leuten angefasst werden und das möchte man ja eigentlich auch nicht. Und ich wusste am Anfang nicht, ob ich den wirklich brauche, aber ich habe keinen Kabuki Brush mehr hier. Und gerade wenn man sich so die Schlüsselbeine oder die Schultern oder so mal highlighten möchte, gerade mit diesem Bronzer und Highlighter, da einmal so schön grob reingehen und sich dann den Glow hier so ein bisschen verteilen, sieht echt toll aus. Und gerade wenn man ein super schönes Sommerkleid anhat und vielleicht nur so ganz dünne Träger und da dann das Dekolleté so ein bisschen bronzen, ein bisschen schön highlighten, sieht einfach toll aus. Und der Brush hat super weiche Borsten, hat eine schöne Größe und wirklich ein sehr schönes Design. Als letztes gab es noch drei neue Nagellacke. Ich habe dieses Mal einen mitgenommen und zwar hier diesen orangenen. Den habe ich übrigens auch auf meinen Nägeln, weil ich diese Farbe echt super, super schön finde. Das ist übrigens die Farbe Raspberry Mojito. Es gab sowohl noch ein knalliges Gelb als auch so einen Rosé-Pfirsichton. Also wenn das keine Sommernägel sind, dann weiß ich auch nicht. Das war's mit meinem Video. Ich hoffe, du hattest ganz viel Spaß und vielleicht konnte ich dich ja sogar begeistern, meinen Kanal zu abonnieren. Wenn ja, darfst du gerne auf den roten Button drücken. Das ist komplett kostenlos, unterstützt mich. Und wenn du Lust hast, darfst du auch die Glocke aktivieren. Dann wirst du benachrichtigt, sobald ein neues Video online kommt. Dann würde ich sagen, ich danke dir ganz herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Mach's gut. Ciao.